Das Archiv des BR-Fernsehens. Hier lagern Filme aus über 6 Jahrzehnten, teilweise noch auf alten Filmrollen. Eine der ersten BR-Sendungen war die Reihe Abendläuten. Von 1955 bis 1961 filmte ein Kamerateam in ganz Bayern, auch in Perasdorf, einem kleinen Dorf im Bayerischen Wald. Wie hat sich das Dorf entwickelt? 1957 wählte das BR-Team den Ort spontan aus, weil er so einzigartig in der Landschaft lag. Das ist heute immer noch so. Aber gibt es noch Menschen, die sich an die Aufnahmen erinnern können? Digitalisiert nehmen wir den Film nach 60 Jahren wieder mit nach Perasdorf. Die ehemalige Dorflehrerin soll sich noch gut an die Dreharbeiten erinnern. Hilde Rössler war damals 24 Jahre alt. Hallo, Sie sollen auf einem Film sein von 1957. Das stimmt, aber das ist 60 Jahre her. Und Sie sind die Lehrerin. Hat die Spuren hinterlassen. 60 Jahre. Ja, genau, es war um diese Zeit. Ja, wollen wir den Film mal anschauen vielleicht gemeinsam? Ja, gern. Ah, Ihr Mann, will der auch mitschauen? Ja, mag ich schon sehen. Ja, dann setzen Sie sich hin. Heinrich Rössler war auch Lehrer im Nachbarort. 1957 war das Jahr, in dem sie sich kennengelernt haben. Mein Gott, hat es so ausgeschaut. Da sieht man es, lauter Felder und Obstbäume, sehr viele Obstbäume. Sogar in den Feldern sind da noch Obstbäume gestanden. Aber die sind halt alle weg, weil man mit dem Traktor kann man ja nicht da fahren. Nicht? Das ist der Ruckzuck durchgehen. In den 60ern gab es sogar eine Prämie für das Abholzen. Dabei war Perasdorf für sein Obst berühmt. Perasdorfer Äpfel wurden über die Donau bis nach Wien verschifft. Nicht nur Obst, auch Nussbäume, die ein mildes Klima brauchen, gediehen hier prächtig. Perasdorf liegt am Südosthang und der Bergkamm von Schopf und Hirschenstein schützen vor Frost und kalten Winden. Das ist die Pfarrkirche St. Laurentius. Da kommt der Pfarrer Wild. Ja, und der Mann, der da kommt, das ist einer von der Straubinger Männerkongregation. Da marschieren sie ab. Das sind Steckermanner. Hat man da früher, weil die meisten waren auch schon mit einem Stock gegangen sind. Veteranen und. Ja, da schau her, da bist du. Da bin ich ein Nichts mehr übrig geblieben. Du schaust streng, mein Lieber. Ja, die hast schon streng geschaut. Das kannst du heute noch. Da sind Sie total genervt, Frau Rösler. Naja, weil ich mir versprochen habe. Dann haben die gesagt, das drehen wir jetzt noch einmal. Und ich habe mich geärgert, dass ich den Patzer da reingemacht habe. Leider können wir Ihren Patzer nicht hören. Die Tonspur ist nicht erhalten geblieben. Was mussten Sie da sagen? Da musste ich mich unterhalten mit dem Pfarrer. Das hat das Team da so angeordnet, wie viele Kirschen an dem Baum sind, gewichtsmäßig. Jetzt redet der Pfarrer. Gott, ja, der hat sich ja gefallen in der Rolle, das merkt er so. Ja, wenn er auf der Kanzel steht und predigen darf. Das war sein Lieblingsgeschau. Und wie ich hergekommen bin und habe mich vorgestellt, dann hat er so ganz tiefe Stimme. Ja. Ich heiß wild und bin wild. Das gehst du wieder runter. Mit Schwung. Ja, nein, Respekt. Das ist damals noch gegangen. Ja, die ist heute noch schneller wie ich. Da ärgert er mich aber. Jetzt kommt die Schule. Da ist ja her, da ist der Schuljahrsausgang. Das ist Schuljahrs. Das ist meine Kollegin. Jetzt komme ich. Kommt erst. Das da bin ich, die mit dem dunklen Rock. Jetzt ist wieder verschwunden. Mhm. Jetzt ist wieder da. Das jetzt ist meine bin Frau. Ich da. Ja. Die linke da. Oh, schön. Die hat gleich noch nichts sagen gemacht. Nein. Viele Schüler. Ja. Ich habe 39 Schüler in 1-2 gehabt. Da hat es auch noch Flüchtlingskinder gegeben bei uns zu der Zeit. In
den 50er Jahren platzte das alte Schulhaus aus allen Nähten, sodass man in dem kleinen Dorf ein neues Schulhaus baute. Doch Ende der 70er gingen die Schülerzahlen zurück. Nur zusammen mit der Nachbargemeinde St. Engelmar konnte der Schulbetrieb aufrechterhalten werden. Hier, mitten in der Natur, ein traumhafter Ort für Grundschüler. Jetzt sind ihre Tage gezählt. Mit Beginn der Sommerferien wird die Schule geschlossen. Wenn die Schule nicht mehr da ist, da fällt schon ein erheblicher Stein aus unserem Gefüge. Die Flüchtlinge sind weggezogen, die Kinder sind immer weniger geworden. Die ein Kind, zwei Kinder höchstens. Und es ist so wenig, die jungen Leute haben nicht bauen können, weil kein Grund vorhanden war. Ja, die Grundbesitzer haben nichts hergegeben, nicht bloß die Bauern, also einfach die Grundbesitzer. Die Einwohnerzahl von Perasdorf ist zwar seit den 50er Jahren gesunken, dafür hat es aber seine alte Ortsstruktur und die malerische Landschaft bewahren können. Zu Perasdorf gehören 41 kleine Weiler und Einöden, aus denen die Kinder damals zu Fuß lange Schulwege auf sich nehmen mussten. Hilde Rössler kennt noch fast alle ihre Schüler beim Namen. Ja, das ist die Engelmeier Hilde und die liebe Franziska. Und das ist die Engelmeier Rosa, die gibt es noch. Das ist die Frau Dobner in Bogen. Vielleicht könnte Rosa Dobner uns ja ihren alten Schulweg zeigen. Ja, hallo Rosa, bist das du? Mei, ich hab halt eine interessante Botschaft. Ja, heute ist das Fernsehteam da, die wo vor 60 Jahren den Film draht haben, wo du als Schuldirndl da auf dem Schulweg bist, das möchten sie jetzt alles nochmal machen und ja, und da brauchen sie die auch dazu. Geil, da schaust. Ja. Ja. Rosa Dobner wird sich gleich aus dem 10 Kilometer entfernten Bogen auf den Weg machen. Zeit, einen Blick auf Perasdorf zu werfen. Viele der alten Gebäude im Dorfkern gibt es noch. Das alte Schulhaus, hier rechts neben der Kirche, und auch links daneben den denkmalgeschützten Pfarrhof. Perasdorf hatte einmal zwei Schmieden, einen Metzger, drei Wirtshäuser und einen Kramerladen. Heute gibt es nur noch ein Wirtshaus, eine Stunde am Sonntag geöffnet und ein Elektrofachgeschäft. Aber es gibt auch wieder neue Impulse. Andreas Krampfel, jüngstes Mitglied im Gemeinderat, ist gerade Vater geworden. Das ist bei uns jetzt wieder der Zusammenhalt. Der ist wieder stärker dort. Ja, wir haben vor, dass wir im Dorf fahren, so ein kleiner wie sagt man gleich wieder, Hofladen sowas macht. Oder eine Bekannte von mir, die fährt mit dem Auto rum, die bringt Fleisch, Wurst, Bäckerwaren, kann man da bestellen. Das ist zumindest ein Anfang wieder. Seit diesem Jahr gibt es im Ort auch schnelle Glasfaserkabel. Dieser Mann, Andreas Peter, setzt sich aber auch noch für eine andere Vernetzung ein. Gehen wir mal rein. Das riecht schon gut hier. Was riecht hier so gut? Sellerie, den wir im Trockenschrank jetzt hatten, für eines der Salze, die ich herstelle. Er fand es schade, dass in Perasdorf nichts mehr hergestellt wird und der natürliche Reichtum der Gärten nicht genutzt wird. Zusammen mit dem Arbeitskreis Nebenerwerb hat Andreas Peter eine Marke geschaffen, die jeder im Ort für eigene hochwertige Produkte verwenden darf. Ja, das Ziel war ja irgendwo einfach was zu schaffen, dass man hier im Ort auch Geld verdienen kann. Momentan muss ich sagen, der Erfolg gibt uns recht, das war die richtige Entscheidung. Das wird sehr gut angenommen. Vielleicht erlebt das Perasdorfer Obst ja bald eine Renaissance. Und? Wie sind's? Gut. Hilde Rössler hat sich mit ihrer ehemaligen Schülerin Rosa vor der Schule verabredet. Wie damals bei den Dreharbeiten auf dem Schulweg,
ist Rosa nicht allein, sondern mit ihrer Freundin Fanny gekommen. Da sitzen die zwei Schulmädchen, ja, ganz brav. Wir in der guten alten Zeit. Ciao, grüß dich. Hallo, grüß dich. Freut mich, dass du Zeit genommen hast. Ja. Und Fanny lade ich jetzt ab Straubing versetzt. Okay. Aber ich sage, Rosa, die ist auch da, gell? Ja, schön. Genau hier war früher der große Pfarrgarten, der ganze Stolz von Pfarrer Wild. Hier wuchsen Korn- und Zitronenäpfel, Renetten und der rote Eiserapfel. Zentnerweise kauften die Straubinger das Obst vom Pfarrer Wild. Der größte Kirschbaum stand direkt vor dem Pfarrhaus. Der Baum stand da oben beim Brunnen. Mhm. Und davor standen Sie? Und der Baum war so hoch, dass er den Pfarrhof überragt. Echt? Aber naja, durch verschiedene Baumaßnahmen, Ortsverschönerung natürlich, haben wir erst den Brunnen bekommen und jetzt ein Stück Amphitheater. Im alten Pfarrhof sind Vereinsräume und Wohnungen, in der alten Schule das Forstamt untergebracht. Genau hier muss das Kamerateam im Sommer 57 gestanden haben. Und hier startete auch der Schulweg von Rosa Dobner, geborene Niedermeyer, und Fanny Mader. Damals hieß sie noch Liebel. Links lag das Wirtshaus und rechts die alte Schmiede. Und wie lang war so Ihr Weg, Rosa? Halbe Stunde. Heim zu auch wieder halbe Stunde, im Winter dreiviertel Stunde in die Schule, weil wir so hoch Schnee gehabt haben. Und erinnern Sie noch den Tag mit dem Kamerateam? Wie war das? Ja, das war, wir sind mitgegangen. Frau Rösler hat uns gesagt, was da passiert mit uns. Mhm. Und wir sollen schön mitgehen. Ganz natürlich lief der Schulweg allerdings nicht ab. Das Kamerateam hatte ganz konkrete Vorstellungen. Wir sind fleißig. Einmal vor, einmal zurück. Komm zurück, einmal wieder zurück. Gell? Und dann hat es wieder nicht gepasst, haben sie uns gesagt, was wir machen müssen. Also das meiste haben wir machen müssen mit den Feldern. So, jetzt haben wir kein Feld nicht mehr da. Ja. Haben wir so gehen müssen und das Korn so streicheln. Und das hat ja 100-mal nicht gepasst. Gell? Das haben wir aber wieder probiert. Da hat es noch viele Felder gegeben. Also ja. Da waren auch da oben an den ganzen Rändern waren da Felder. Das hast du halt mehr. Fanny machte für die Dreharbeiten extra auch noch einen Umweg und kam viel zu spät nach Hause. Telefon gab es keins, die Eltern waren in Sorge. Das hatte Konsequenzen. Wie ich daheim gegangen bin, dann hat es mir schon auf 10 Kilometer gewungen mit der Route. Ja. Und der Hauptgrund war eigentlich von mir, warum dass ich die Route, dass mir die umgehauen hat, weil ich mit fremden Leuten mitgegangen bin. Ja. Das war der Hauptgrund. Ich kann mir da erlauben, mit fremden Leuten da mitzugehen. Besonders hart war der Schulweg im Winter. Früh um 7 war es noch finster und dann hat uns Mama eine Taschenlampe gekauft. Die war damals teuer, weil es keine gegeben hat. Was haben wir gemacht? Da haben wir es ausgeschaltet, dass uns kein böser Mensch oder ein böses Tier findet. Sind wir wieder dunkel durch den Wald. Nach einer guten halben Stunde sind wir da. Da ist meine Heimat. Oder war meine Heimat, weil ich bin jetzt im Bogen. Hier im Weiler Wieden lebt heute nur noch ihre Schwägerin. Die Pfarrkirche St. Laurentius thront zwar immer noch im Zentrum von Perasdorf, aber der Pfarrer hat seinen Lebensmittelpunkt nicht mehr im Ort. Pfarrer Alfons Dirscherl muss neben Perasdorf auch die Gemeinde Schwarzach betreuen. Zeit für einen großen Obstgarten wie Pfarrer Wild 1957 hätte er nicht mehr. Ich kann mich erinnern an Gespräche an einen meiner Vorgänger aus Windberg. Die haben gesagt, der Pater hat nicht nur jeden Menschen gekannt, und zwar intensiv. Der kannte auch Katzen, Hunde, die Kühe. Und das ist natürlich schon ein ganz anderer Bezug, wenn man den Alltag teilen kann und nicht immer nur zu kirchlichen Funktionen. Also so Geburtstagsbesuche, Ministrantenstunden, das muss man sich dann schon aus den Rippen schneiden, weil man den Tag ja nicht verdoppeln kann. Und jetzt müssen Sie los. Jetzt geht's okay, weiter. Dann lassen wir Sie. Bitte schön. Okay. Danke. Vielen Dank. Wiedersehen.
In Perasdorf hat sich viel verändert. Aber vieles der alten Dorfstruktur hat sich bewahrt. Und die Glocken läuten immer noch den Abend ein. Wie vor 60 Jahren.